Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Slime Rancher 2. Wir haben ja das letzte Mal aufgehört und haben in der letzten Folge endlich das Jetpack gecraftet. Und oh boy, ist das vielleicht geil. Endlich können wir durch die Gegend fliegen. Das ist einfach wunderschön, okay? Also das nenne ich mal wahren Luxus, okay? Wenn ihr ein Jetpack habt, ihr erlebt den Luxus. Ja, alles klar, gut, was haben wir heute vor? Also, ich habe geplant, dass wir heute mal über eine ganz spezielle Stelle fliegen. Aber erstmal werde ich hier die Tiefensohle in den Dings machen unten. Wie heißt denn das Teil nochmal? Fabrikator nicht, ne? Ich habe absolut keine Ahnung. Das Teil hier. Warte mal, steht doch bestimmt hier, ne? Ah, Raffinerie. Okay, ergibt Sinn. Naja, gut. Ja, genau. Also, ich werde da mal sehen, ob wir da rüberkommen. Ich hoffe es, aber ich glaube, es gibt sogar einen legiten Weg, der ziemlich leicht ist, glaube ich sogar. Aber hey, warum nicht auf die schwere Art, wenn es auch auf die leichte geht? Denn dann kann man es auch auf die schwere Art machen, nicht wahr? So. Füttern wir erstmal ein paar Slimes hier. Joa. Die brauchen ein paar Hühner. Ich weiß nicht, warum der Salat so langsam wächst. Oder hatten wir den, also, oder wächst der eigentlich schnell und... Hey, was machst du hier draußen? Oder wächst der eigentlich schnell und wir haben den einfach schon in der letzten Folge direkt abgeerntet. Ich weiß es echt nicht. So, ihr bekommt 10. Oh, das Jetpack ist wirklich so. Keine Ahnung, wenn man das Jetpack hat, man wird instant faul, ne? Es ist einfach so. Ich weiß auch nicht warum. Man wird einfach ein faules Stück Scheiße an dem Punkt. So. Einmal hier rein. So, sorry, für euch gibt es anscheinend nichts. Tja, kann ich auch nichts für, wenn ihr nichts anderes esst. Ja gut, die essen Gemüse essen, ja gut. So, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wenn wir darüber kommen, was sich dort befindet. Ob sich da überhaupt irgendwas befindet. Es kann natürlich auch sein, dass da einfach Wasser kommt und wir einfach sterben. Wäre auch eine Möglichkeit, aber eine nicht so positive, würde ich mal behaupten an der Stelle. Aber, naja, wer weiß, ne? Wer weiß, wer weiß. Wir werden es dann sehen auf jeden Fall. So, aber erstmal verkaufen wir den Plot. Aber wieder ein bisschen Kohle und vor allem was für... Wir haben wieder ein bisschen. Wir haben gerade ganz gut Kohle, fällt mir auf. Daran habe ich gar nicht gedacht. Und 5000. Neuer Rekord. Let's go. Oh, und keine 5500. Wie schade. Naja. Trotzdem, also... Wir machen zurzeit schon ganz gut Kohle, würde ich mal behaupten. So, machen wir uns auf den Weg. Ich finde es schade, dass wir noch nicht einen Teleporter gefunden haben. Aber die haben wir ja, im ersten Teil hat man die ja auch eher ein bisschen später gefunden, ne? Also daher, naja. Oh, wir können da oben rauf. Jetzt wird alles abge... Hallo? Bro, die haben das Teil aber auch gefixt, ne? Das ist jetzt auch nicht mehr so powerful, wie es mal war. Na gut, ich glaube, wir können hier rüber. Komm, nein! Oh! Es hat fast ausgereicht. Tja, jetzt muss ich hier noch warten. Und so hochfliegen. Ja, so. Na, komm, komm, komm. Sehr schön. Und von hier müssen wir dann darüber fliegen, denke ich mal. Na, mal sehen. Wird schon, ne? Ey, du nicht. Haut ab hier. Ist jetzt mein Bereich, okay? Ich lebe jetzt hier. Oh, hier haben wir noch gar nichts von gesehen, ne? Ich glaube, ich gehe hier erstmal lang. Oder waren wir hier schon mal? Oh. Oh, das ist, glaube ich, ein neuer Bereich, der sich öffnen wird. Frage ist, wo ist der Slime dafür? Hallo, Slime? Befindest du dich hier irgendwo? Denn ich möchte gerne den neuen Bereich erkunden. Anscheinend ist er hier nicht. Da oben drauf auch nicht. Ich kann mal rauffliegen, aber sieht nicht danach aus, ne? Ne. Hm, fragwürdig, ne? Der hat gehört, dass ich komme. Der hat sich versteckt. Tja, na gut. Fliege ich mal darüber. Sind wir direkt hier oben drauf, nämlich. Hm, na, den finden wir schon, den Ganoven. Boah, hat man hier eine Aussicht. Nice. So, was ist jetzt hier oben drauf, hä? Nichts? Cool. Hat sich ja richtig gelohnt, Mensch. Dafür ist es jetzt wieder Nacht. Geil. Da kann man doch auch safe rauf, oder? Sache ist, jetzt habe ich wieder mein erkunderisches Denken hier.
und denk wieder an sonst welche Easter Eggs, die sich auf irgendwelchen Bergen befinden könnten oder irgendwelche Truhen, die noch nicht geöffnet sind. Und so wie ich Slime Rancher 1 kannte, da war dann einfach immer nichts. So, die waren immer so, ey, guck mal, das sieht so aus, als wenn da was wäre. Aber das heißt nicht, dass da was ist. Und in den meisten Fällen ist es auch nicht so. Boah, das sieht schön aus da hinten. So. Komm hier rauf. Komm, komm, komm. Nein. Okay, ich glaube, da kommt man nicht rauf. Aber da ist noch eine Kapsel. Also machen wir die noch auf. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas gefunden, okay. Großer pinker Bonsai. Bonsai-Bäume sind cool. So, na dann gehe ich erstmal pennen. Dann werde ich mich erstmal aufs Ohr legen und dann. Und dann machen wir das. Und dann finde ich noch mehr Sachen. Und dann passiert das eigentlich erst in der nächsten Folge oder der übernächsten. Nein, nein, das passiert noch diese Folge. Hoffentlich. Wenn wir nicht mehr aufgehalten werden, dann hoffentlich. So, die Salate sind gewachsen, das ist nicht schlecht. Dann werde ich die direkt mal füttern, die Hasen. Dann können wir das nämlich morgens abholen, den Plot. Hallo, danke. So. Esst ihr mal euren Salat da hinten? So. Seid ihr schon wieder hungrig? Der eine ist wütend von denen. Aber sonst? Na, die haben nicht mehr viele Hühner. Also es ist schon wieder ein bisschen ausgestorben. Die müssen mal wieder ein bisschen... müssen mal wieder Kinder bekommen. Gut. Na, wir gucken mal. Oh, die haben viel gedroppt. Oh Gott, meine Stimme. Ich bin schon wieder ein bisschen angekränkt, habe ich das Gefühl. Aber das ist nicht schlimm. Das hält mich nicht ab, Let's Plays zu machen, okay? Das hat es mich noch nie. So. Ihr kriegt 10. Der Standard halt, ne? Eure Standardprivilegien sind das. Genießt sie. Gut, die Mangos sind noch nicht nachgewachsen. Das ist echt immer weird, dass sie so lange brauchen. Also sie brauchen bisher am längsten. Selbst Hühner werden, ich wollte gerade sagen, produziert schneller, aber... ja gut, sie produzieren schneller. Ja, das stimmt schon. So. Nehmen wir uns das ab. Was machst du hier? Wie schaffst du da irgendeinen Huhn auszubrechen? Jedes Mal. So, ist da nicht schon ein Dach drauf? Oder habe ich da keins drauf? Oh, ich habe da keins drauf. Okay. Na, ich bin zu faul, da jetzt auch eins drauf zu machen. Bin ich ehrlich mit euch. Ja, und wie gesagt, das bringt ja auch nicht... also, es bringt ja auch nicht viel. Also, wenn da ein Huhn am Tag ausbricht, dann ist das jetzt ja noch nicht nötig. Außerdem kommt es eh nicht weit, bevor es von irgendwem getötet wird, direkt hier. Also, als Huhn möchtest du hier bitte nicht leben. Hallo? Danke. So. Oh, das Jetpack ist so nice, aber wir brauchen unbedingt noch mehr Energie. Das ist wirklich eine Sache, die wir echt noch brauchen. Weil die geht dann halt so schnell aus und dadurch auch, dass Energie gleich Jetpack und Sprinten ist. Man kann halt nur eines haben dann, ne? So. Ich hoffe, ich gehe richtig, aber ja. Ich habe langsam die Map ein bisschen im Kopf, auf jeden Fall. Wäre auch traurig, wenn nicht, ne? So. Weiß ich, ob uns das jetzt ein bisschen Zeit erspart, aber wahrscheinlich nicht. Oh doch. Tatsächlich schon. Na, das nehme ich auf den Rückweg mit, wenn wir noch ein bisschen Inventarplatz haben. Ich weiß nämlich nicht, was uns hinter diesem Tor erwartet. So. Auf geht's. Hopp. So. Na, dann werde ich mal gucken, ne? Na, Jungs, ich bin wieder zurück auf der Insel. Ah, alles gut. Die spawnen echt immer wieder nach, ne? Ist wie mit den alten Truhen. Oder irre ich mich da? Weiß es nicht. Hm. Naja. Naja. Soll ich ihn? Soll ich ihn? Naja, komm. Ich bin mal nicht so, ne? Der war jetzt... ich habe gedacht, wenn der wütend ist, dann hätte ich ihn rübergeworfen, aber sonst... guck mal, da ist eine perfekte Öffnung. Und es wäre dumm, wenn ich da jetzt nicht durchfliegen würde. Nein, nein, als ob was. Nein, 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 da kommen wir rein. Da kommen wir rein, da kommen wir rein. Das kannst du mir nicht erzählen, dass ich da jetzt ein Millimeter... also wirklich. Beatrix, halte dich da einfach fest. Ich bitte dich. Ja, komm von hier, komm, wir safe.
safe, oder? Komm. Ja, ja, ja. Okay. Ja, und jetzt. Mhm. Yep, das sehe ich. Die Energie, die muss nur aufladen. Und hopp. Drüben sind wir. Nice. Und was gibt's hier Neues? Nichts. Hat sich ja gelohnt. Na Mensch. Darauf habe ich also gewartet. Naja. Passiert mal, ne? Wir müssen auf jeden Fall mit dem Typen da rumsprechen. Mit der Drohne. Mit dem Typen. Oh Gott. Die Pilze sind auch ein bisschen zu klein für mein... Oh, nee, okay. Ich habe gedacht, das wäre neu. Aber das sind die Dings-Slimes. Jäger-Slimes. Also die sind back. Und fressen immer noch wahrscheinlich uns. Nee. Diesmal tatsächlich nicht. Wollen wir die mitnehmen, ist die Frage. Die essen halt explizit Fleisch. Oh Gott, meine Stimme. Alter. Hört man das? Ist ja schlimm. Oh, hier geht's tatsächlich weiter. Okay, warte. So, entschuldigt. Aber jetzt ist die Stimme hoffentlich wieder ein bisschen normaler. Oh, das ist ja ein kleiner Pilz. Oh, so. Ich will nämlich unbedingt mit der Drohne reden. Ich habe das Gefühl, die triggert ein bisschen was. Na komm. Ja. Leiste ist voll. Und hopp. Oh, das ist ja... Die riesigen Pilze auf dieser Insel sind verantwortlich für die vielleicht größte biotanische Entdeckung meines Lebens. Sorry, aber das ist kein Geheimnis. Ja, naja, gut. Das war jetzt nicht so hilfreich. Wow. Wie sieht das denn hier aus? Sieht irgendwie ein bisschen aus wie Lego. Naja. Okay, das sieht verdächtig nach einem Steg aus oder so. Können wir jetzt Wasser mitnehmen? Hier ist nämlich eine Wasserquelle tatsächlich mal. Nein. Okay. Gut, das zu wissen, weil, ja. Brauchen wir da anscheinend auch noch ein Upgrade für, so wie es aussieht. So. Was befindet sich denn hier unten Schönes? Das, okay, das nenne ich mal eher eine Wasserquelle dort. Aber damit können wir hochjumpen, ne? Hopp! Wenn es Fall Damage geben würde, hätte ich mich jetzt so aufgeregt, ne? Hopp! Oh! Da wurden wir verarscht. Aber ich war... Oh! Quick Save, Alter! Oh! Das war jetzt gefährlich. Da wäre ich fast draufgegangen. Aber bisher gibt es hier noch nicht wirklich neue, ne? Also... Es ist irgendwie gerade nicht wirklich interessant hier. Also es sieht schön aus, das Wasser und so. Und generell das Gebiet hier sieht ja auch generell schön aus, aber... Ach, wie süß. Als ob die darin so planschen. Die kleinen Planching Boys. Guckt ihn euch an, wie er durchs Wasser planscht. Der macht sich einen guten Tag am Strand. Und ich war dieses Jahr immer noch nicht einmal schwimmen. Wow. Als jemand, der am Meer wohnt, ist das schon echt ein Rekord, denke ich. So. Ich will mal wieder hier hoch. Hoffentlich geht das. Yep. Oh, und jetzt gucke ich mich hier mal um. Oh. Oh mein Gott, ich erkenne was. Okay. Lass mich mal kurz gucken, ob es die als normalen Slime gibt. Das wäre nämlich echt süß. Hier anscheinend noch nicht, ne? Aber da oben nämlich, was ich nämlich meinte, wenn wir da mal hochkommen, das ist einfach ein Schmetterlings-Slime. Das ist ja so cute, ne? Ich liebe Schmetterlinge. Die sind schon süß. Hey. Flattergordo. Hey, Flattergordo. Das sieht verdammt schön aus hier auch, weil sich hier so richtig viele Farben vermischen. Aber gibt es auch noch kleine Flatter-Slimes, bitte? Ich möchte welche mit nach Hause nehmen. Den dicken bekomme ich nicht mit. So. Ich guck mal kurz. Oh, Wasser-Slimes! Da haben wir sie wieder! Meine Fütz-Slimes! Oh, ich habe euch vermisst, Jungs. Sorry, euch aus eurem natürlichen Lebensraum zu entfernen, aber ich muss euch mitnehmen. Ihr seid so süß. Oh, da haben wir sie! Oh, es ist süß. Schaut euch die an, wie sie fliegen können. Oh mein Gott. Ich muss euch mitnehmen, sorry, aber oh mein Gott, die sehen ja mal so süß aus. Ich liebe die. Das könnten for real meine neuen Lieblingsslimes werden. Nichts gegen euch, Wasser-Slimes. Fütz-Slimes. Oh,
Der wacht in der Nacht wieder auf. Keine Sorge. Wow, okay, das ist echt süß. Flutter-Slimes, oh. Das feiere ich ja. Nice. So, wir nehmen uns noch ein paar mehr mit natürlich. Ich würde immer auf 10 Stück gehen und die haben einfach eine Pyramide gebildet. Ne, Pyramide nicht. Ja, die haben sich einfach geformt. So, einen noch. Wer ist der Glückliche? Hier. Oder der Unglückliche, je nachdem, wie man es sieht. Wow. Okay, ich habe eine Vermutung und zwar können wir den nur in der Nacht füttern wahrscheinlich, ne? Denke ich mal. Was essen denn eigentlich die? Wahrscheinlich Frucht, ne? Nektar! Okay, das wird ein bisschen schwierig. Wo bekomme ich denn jetzt Nektar her? Shit. Kann ich mich überhaupt um die kümmern bisher? Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungut. Ich meine, hier ist halt wahrscheinlich Nektar, ne? Ne, das ist Sumpfwachs nur. Das bringt uns nicht viel. Jungs, könnt ihr mal sagen, wo ihr eure Essensquelle habt? Weil ich brauche was davon. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass diese Teile da hinten... Oh, jetzt habe ich den weggeschossen. Nein, oder? Ist das da oben? Ne, das ist nur ein Dings. Ich habe gedacht, das wäre ein Slime. So ein Radieschen-Slime oder so. Nein! Das ist ja eine Todesfalle hier. Boah, da bin ich aber dem Tod gerade so entkommen, ne? Aber ich bin noch nicht raus. Puh! Ey, kann das mal jemand abdecken oder so? Das kannst du mir ja nicht antun. Och, nö, nicht ihr. Komm, haut ab. Ich brauche keinen Mensch. Ihr seid die unnützesten Slimes, denn ihr bringt nicht mal Plot. Damit kann man kein Investment starten. So, ich gehe mal hier rüber. Oh, das nehmen wir erstmal mit schon mal. Das ist nicht schlecht. 2 Stück. Sag mir das. Da ist auch kein Nektar drin, ne? Das ist alles Sumpfwachs. Naja, gut. Das ist aber auch gefährlich hier alles. Warte, was? Tankummantelung. Ah, okay. So, wir verpissen uns mal von hier, weil ich will jetzt nicht aufgefressen werden von denen. Und ich fall ganz bestimmt nicht nochmal in dieses Drecksloch rein. Ey, nein. Du tötest mir hier nicht einen Schmetterlingsslime. Ich werde ihn... No! Er wurde direkt wieder... Lass ihn los! Lass ihn los! Oh, wie süß die klingen. Lass den Schmetterlingsslime in Ruhe. Okay, ich habe dich gerettet, kleiner Mann. Dank mir später. So, ja, ich habe nämlich, wie gesagt, die Vermutung, dass es halt von da oben kommt, wahrscheinlich, der Nektar. Aber ich habe keine Ahnung. Hm. Bietet sich natürlich jetzt nicht an, wenn wir nicht wissen, was... Oder wo wir die Nahrung herbekommen, so. Das ist ein bisschen blöd. Ja, halt Nektar, ne? Aber woher bekommt man Nektar? Aus Bienen, ne? Also aus Bienenstöcken. Denke ich doch, oder? Nee, Quatsch, aus Blumen. Naja, komm, wir machen erstmal die Map hier frei. Let's go. Alles klar. Und so viel haben wir noch wahrscheinlich vor uns hier alles hinten. Okay, nice. Alter. Ja, da braucht man eine Taschenlampe für. So traue ich mich da nicht rein. Das könnt ihr direkt vergessen. Naja, gut, wir finden Nektar schon irgendwo. Oh, wir nehmen uns davon noch mehr mit. Oh, man musste für die ja mehr Gehege machen, ne? Die kommen ja nur zu dritt klar, nicht zu viert. Deswegen waren jetzt hier auch nur maximal 3 immer. Komm in... Was? Ach doch, wir haben ihn mitgenommen, okay. Wir machen mit 2 Gehege für die. Absolut kein Schimmer wo, aber... Doch, ich hab eine Idee. Doch, ich hab eine Idee. Ich hoffe immer noch auf Nektar, was wir hier rausbekommen. Es ist halt alles nur Honig, also Sumpfwachs. Hm. Aber wie gesagt, Nektar kommt ja auch eigentlich aus Blumen, oder nicht? Dafür haben die doch so einen Rüssel, so einen kleinen. Hm, naja, wir finden schon einen Weg, die zu füttern. Ich weiß nicht, ob ich die so lange im Inventar lassen will oder hungern lassen will, ich weiß es nicht. Ich denke, so lange im Inventar können wir sie auch nicht rumschleppen. Das heißt, sie müssen leider noch ein bisschen hungern, aber... Naja, gut, das wird schon, ne? Naja.
Na gut, aber um zu sehen, ob sie wirklich gut zu Hause ankommen und wie wir die Gehege dafür bauen, weil jetzt müssen wir ein paar Gehege bauen, eigentlich um genau zu sein, 3, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Also schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Slime Rancher 2. Habt noch einen wunderschönen Tag, lasst eine Bewertung da und tschüss!